Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirche und Kunst, einem Projekt der Evangelischen Kirchengemeinde Staufen und Münstertal. In der ersten Folge dieser Reihe Kirche und Kunst haben wir uns mit dem Bild Pfingsten von Emil Nolde beschäftigt. Im aktuellen Beitrag möchten wir Ihnen ein Gemälde von August Macke vorstellen. August Macke lebte und wirkte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor über 100 Jahren. Er war Vertreter des sogenannten rheinischen Expressionismus. Bereits in seiner Jugendzeit war die Malerei seine große Leidenschaft. Elisabeth Erdmann-Macke, seine spätere Frau, schreibt über seine Schulzeit am Bonner Realgymnasium: Er hatte nur seine Malerei im Kopf und alles andere, was ihm nicht in den Kram passte, ließ er einfach liegen. Im Mittelpunkt dieses Filmbeitrages steht ein Gemälde aus seiner letzten Schaffensperiode: Dame in grüner Jacke aus dem Jahr 1913. Ich schlage Ihnen vor, Sie drücken an dieser Stelle erst einmal auf die Pause-Taste und machen sich zunächst Ihre eigenen Gedanken über das Bild. Als mein Gast für diese Folge habe ich Frau Helga Tschirschwitz aus Staufen gewinnen können. Sie ist nicht nur eine begeisterte Anhängerin von August Macke, sie hat schon vor vielen Jahren das Malen als ihr Hobby entdeckt. Wenn man sie zu Hause besucht, grüßen einem zahlreiche Bilder von ihr von den Wänden. Frau Tschirschwitz soll nun als erstes zu Wort kommen. Mein Name ist Helga Tschirschwitz. Ich male seit langem. Und sehr gerne. In den letzten Jahren in einer Malgruppe. Ich lebe mit und zwischen meinen Bildern und verkaufe sie nicht. Durch die Malerei gewinne ich Energie, Freude und Kraft. Sie bedeutet für mich Erholung für Geist und Seele. Ich stamme aus Bayern und wie bei vielen Landsleuten übt das Meer auf mich eine eigentümliche Faszination aus. Deshalb verbringe ich gerne Urlaube am Atlantik, in der Bretagne oder an der Nordsee. So erlebe ich Entschleunigung und Muße durch Meer und Malen. Ich bin verheiratet und unsere Kinder und Enkel leben in Bayern und in den USA. 35 Jahre lang war ich in neurologisch-psychiatrischen Praxen und Kliniken tätig. Wir betrachten heute zwei sehr unterschiedliche Bilder von August Macke, geboren am 3. Januar 1887. Er war einer der bekanntesten Maler des Expressionismus. Leider wurde er nur 27 Jahre alt. In seinen farbenfrohen Bildern zeigt er vor allem Menschen im Alltag. Er studierte an der Kunstakademie Düsseldorf. Seine zahlreichen Reisen, auf denen er Kunstmuseen in vielen europäischen Städten besuchte, prägten sein künstlerisches Wirken. In Paris beschäftigte er sich vor allem mit dem französischen Impressionismus. Werfen wir nun einen Blick auf zwei Bilder von August Macke. Als erstes auf das Bild »Dame in grüner Jacke«. Es ist ein freundliches und farbenfrohes Bild und hat mich schon vor Jahren sehr bewegt. Unterschiedliche Interpretationen sind möglich. Die Frau im Vordergrund leuchtet durch ihre grüne Jacke. Auf beiden Seiten steht jeweils ein Paar
ins Gespräch vertieft. Gerahmt wird die Szene von zwei Bäumen. Im Hintergrund sieht man einen Fluss und einen See. Eine wunderschöne Landschaft. Strahlende Sonne und Schatten wechseln sich ab. Ein harmonisches Szenario. Sind die Menschen Spaziergänger am Sonntagnachmittag? Die einzelne Dame in der grünen Jacke wirkt auf mich einsam. Hat sie Probleme? Sie scheint gedanklich woanders zu sein. Trotz ihrer farbenfrohen Erscheinung wirkt sie nicht glücklich. Auch die leuchtende Landschaft scheint sie nicht zu begeistern. Ihre Einsamkeit ist fast spürbar. Sie steht abseits, auch innerlich. Wir wissen leider nicht, was der Maler sich dabei gedacht hat. Hat die Dame vielleicht einen Verlust oder eine Trennung zu bewältigen? Oder lösen die Paare, in Harmonie einander zugewandt, etwas in ihr aus? Eifersucht, Traurigkeit über den Verlust einer Liebe? Mackes Bilder, auch seine letzten aus dem Sommer 1914, beinhalten meist heitere, friedvolle Stimmungen. Sie zeigen ein harmonisches und ungetrübtes Weltbild. Nur in einem einzigen Bild aus den letzten Tagen scheint er auf den bevorstehenden Krieg einzugehen. Vielleicht hat er schon die Möglichkeit seines eigenen Todes ins Auge gefasst. Das Gemälde Abschied blieb unvollendet. Es enthält etwas von Furcht, Tod und Trauer. Die dunklen Gestalten auf schwarze Silhouetten und Umrisse reduziert, erscheinen wie Trauerfiguren. Erst nachträglich wurde das unfertige Bild mit Abschied betitelt und in seiner düsteren Farbigkeit als Todesahnen gedeutet. Es war sein letztes großes Bild. Schon sein Freund Franz Marc, den er 1909 traf und mit dem er sein Leben lang befreundet blieb, meinte: Er hat von uns allen die Farbe, den hellsten und reinsten Klang gegeben, so klar und hell wie sein ganzes Wesen war. Kurz vor seinem Tod reiste August Macke zusammen mit Paul Klee und Louis Mollier nach Tunesien. Inspiriert von den dortigen besonderen Lichtverhältnissen entstand eine Vielzahl von Bildern und Zeichnungen. 1914 ging er als Soldat freiwillig in den Wehrdienst. Schon im selben Jahr verlor er sein Leben, nur wenige Wochen nach Beginn des Krieges. Beide Bilder erzählen eine andere Geschichte und lösen unterschiedliche Gefühle aus, unter anderem das Gefühl der Einsamkeit. Sie unterscheiden sich deutlich in Farbe und Bildkomposition. Abschied ist düster und traurig, die Dame in der grünen Jacke freundlich und farbenfroh. Sein Freund Franz Marc, der selbst Opfer des Ersten Weltkrieges werden sollte, widmete seinem Freund einen Nachruf. Wir Maler wissen, dass mit dem Ausscheiden seiner Harmonien die Farbe in der deutschen Kunst um mehrere Tonfolgen verblassen muss und einen stumpferen und einen trockeneren Klang bekommen wird. Mackes auf Harmonie bedachtes, lebensfrohes künstlerisches Weltbild wurde unter dem Schutt des Weltkrieges begraben. Uns hat er ein wunderbares und umfangreiches Werk hinterlassen.
In der produktiven Auseinandersetzung mit anderen Künstlern fand er zu einem ganz eigenen Stil. Ein Gesang von der Schönheit der Dinge sollte seine Kunst sein und die Liebe zu den Farben. So hat er uns einen herrlichen bunten Strauß von Bildern hinterlassen. Wir danken ihm. Die Gemälde von August Mackel sind fast immer ausgesprochen farbenfroh. Fast immer herrscht eine positive Stimmung. Mackel hat sich intensiv mit der Wirkung des Lichtes beschäftigt und er verwendet oft reine, leuchtende Farben. Man hat seine späten Bilder oft auch Paradiesvisionen genannt. Der Mensch und die Natur bilden eine Einheit. Paradiesvisionen. Das Gleiche wollte er auch in seinen Bildern von Szenen im Zoo zum Ausdruck bringen. Die Geschöpfe gehören zusammen. Mensch und Tier sind Teil einer schönen und harmonischen Welt. Die Probleme des Lebens findet man in den Gemälden von August Mackel dagegen kaum. Auch gesellschaftskritische Themen sucht man, im Gegensatz zu anderen Künstlern seiner Zeit, bei Mackel vergeblich. Das war etwa bei der Malerin Käthe Kollwitz, um nur ein Beispiel zu nennen, völlig anders. Käthe Kollwitz hatte es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren Bildern auf Missstände in der Gesellschaft und auf die Not einzelner Menschen aufmerksam zu machen. Dieses Bild entstammt dem Zyklus Weberaufstand aus dem Jahr 1897. Eine Frau sorgt sich um ihr krankes, vielleicht auch schon verstorbenes Kind. Berührend auch das Bild Der Pflüger aus dem Jahr 1907, das einen schindenden Landarbeiter darstellt. Bei August Mackel sucht man solche Motive vergebens. In einem Museumsführer ist das Werk von August Mackel folgendermaßen beschrieben, Zitat, seine Bilder befriedigen die Sehnsucht nach positiven Bildern einer intakten Welt, dem Gleichklang des Menschen mit den Dingen, die ihn umgeben. Zitat Ende. Dies änderte sich auch in den krisenhaften Jahren, unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, nicht. Selbst in den Monaten unmittelbar vor dem Krieg strahlten seine Bilder die reinste Harmonie aus. Anders sein bester Freund, der Maler Franz Marek. Franz Marek setzte sich in seinen späten Bildern mit den steigenden Spannungen zwischen den Staaten und der Gefahr eines großen Krieges in jenen Jahren auseinander. Berühmt ist Mareks Gemälde Die Wölfe aus dem Jahr 1913, demselben Jahr von der Dame in grüner Jacke. Man sieht, von rechts stürmen drei Wölfe heran. Sie sind erkennbar in kämpferischer Stimmung. Sie haben nichts Gutes im Sinn. Der Untertitel macht deutlich, dass Franz Marek auf die damaligen Balkankriege in den Jahren 1912 und 13 Bezug nimmt. Bei August Macke dagegen fehlen solche Themen. Noch im Sommer direkt vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges stellte er auf seinen Bildern
ausschließlich die schönen Seiten des Lebens dar. Anna Messöa stellt die Frage, ob August Macke vielleicht bewusst die Augen verschlossen hat. Hat er sich vielleicht bewusst in die Harmonien seiner Kunst geflüchtet? Und sie kommt zum Ergebnis. Durch seine Kunst mochte Macke wohl über die Schattenseiten des Daseins hinwegsehen. Seine Kunst mochte ihn mit den Fairnessen der Wirklichkeit versöhnen und über ihre düsteren Abgründe hinweg ferne, harmonische Lichtvisionen erblicken. Eine Ausstellung in Wiesbaden über August Macke vor 2 Jahren trägt den bezeichnenden Titel August Macke, Paradies? Paradies? Fragezeichen. Von Oktober 2020 bis Mai 2021 war die Ausstellung in Wiesbaden zu sehen. Sie möchte nach eigenen Angaben zeigen, Zitat, wie der Expressionist August Macke das Paradies fand. In der Familie, im Rheinland, in der Schweiz und in Tunesien. Bei der Beschäftigung mit dem Werk von August Macke ist uns allerdings aufgefallen, dass dieses scheinbare Paradies offensichtlich getrübt ist, auch in der Wahrnehmung des Künstlers selbst. Denn auf einigen seiner Gemälde mit Personen und Personengruppen steht immer eine Person allein. Und das erscheint uns auffällig. Auf dem Bild Mädchen unter Bäumen aus dem Jahr 1914 sieht man links 3 und rechts 2 Mädchen im angeregten Gespräch. Das Mädchen im Vordergrund ist dagegen allein. Es schaut schüchtern, vielleicht auch sehnsuchtsvoll zu den anderen Mädchen hinüber. Man fragt sich, ist sie neu? Oder wollen die anderen sie nicht bei sich haben? Auf dem Bild Promenade eine ähnliche Situation. 2 Männer schauen konzentriert über eine Brüstung nach unten, vermutlich auf einen See. Ein Mann und eine Frau sind ins Gespräch vertieft. Aber ganz rechts am Bildrand steht eine Frau allein und schaut ebenfalls nach unten auf den See. Ist das bei August Macke bloßer Zufall? Oder ist es vielleicht auch ein kleiner Hinweis des Künstlers, dass die Welt, wie er sie wahrnimmt und wie er sie darstellt, doch nicht uneingeschränkt paradiesisch ist? Bei unserem Bild Dame in grüner Jacke scheint das offensichtlich zu sein. Die Frau in der grünen Jacke scheint sich einsam zu fühlen. Es könnte zwar auch sein, dass sie ganz gern alleine ist. Man könnte sogar spekulieren, dass sie ganz froh darüber ist, dass sie mit den alltäglichen Problemen, vielleicht auch gelegentlichen Reibereien der beiden Paare nichts zu tun hat. Ich halte das aber eher für unwahrscheinlich. Die Kopfhaltung der Dame in der grünen Jacke und der Blick auf die anderen Paare lassen eher Gefühle der Sehnsucht und der Einsamkeit vermuten. Für mich persönlich kommt mit diesem Bild von August Macke zum Ausdruck, dass zwischen dem Wunsch und der Wirklichkeit oft eine große Lücke klafft, auch im Blick auf die Beziehungen, in denen wir leben. Fast alle Menschen wünschen es sich, in einer gelingenden Beziehung zu leben. Sie wünschen sich Menschen, von denen sie geliebt werden, so wie sie sind. Sie wünschen sich eine Gemeinschaft, in der sie angenommen sind und Unterstützung erfahren, wenn sie es brauchen. Leider ist die Realität oft eine ganz andere. Aber ich finde, genau da könnten uns die Bilder von August Macke vielleicht dabei helfen,
diese Sehnsucht nach einem gelingenden und erfüllenden Zusammenleben wachzuhalten. Ich selber erlebe diese große Sehnsucht nach ungetrübtem Glück, wie damals im Paradies, ganz oft bei kirchlichen Trauungen. Trotz hoher Scheidungsraten haben viele Paare ja immer noch den Mut, sich lebenslange Treue zu versprechen. Die frohe Stimmung im Gottesdienst und die vielen guten Wünsche der Gäste bringen diese hoffnungsvolle Erwartung zum Ausdruck. Wir beide schaffen das. Es muss doch möglich sein, das Glück einer liebevollen Beziehung auch jenseits von Eden zu erleben. Die große Kunst besteht für mich darin, diese Sehnsucht nach dem Glück, diese Sehnsucht nach dem Paradies wachzuhalten und sich zugleich in der real existierenden Beziehung nicht sofort entmutigen zu lassen, wenn es mal nicht so rund läuft. Und dabei kommt noch einmal Weihnachten ins Spiel. Denn auch an Weihnachten geht es um die Sehnsucht nach dem Paradies. Oder genauer gesagt, es geht um die Freude darüber, dass das Paradies nicht mehr eine bloße Illusion ist. Und genau daran erinnern die roten und goldenen Christbaumkugeln am Weihnachtsbaum. Vor vielen, vielen Jahren, als es zur Gewohnheit wurde, an Weihnachten Christbäume in die Wohnstube zu stellen, bestand der allererste Christbaumschmuck aus Äpfeln. Und diese Äpfel wiederum sollten an Adam und Eva erinnern. An jene tragische Geschichte im Paradies, als die ersten beiden Menschen von der verbotenen Frucht gegessen haben. Zur Strafe für ihren Ungehorsam hatte Gott Adam und Eva bekanntlich aus dem Garten Eden hinaus gejagt und einen Engel vor das Eingangstor zum Paradies gestellt. So lesen wir es im dritten Kapitel im ersten Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel. Man nimmt an, dass die allerersten Christbäume auf die sogenannten Paradiesspiele zurückgehen. Bereits im Mittelalter hat man an Weihnachten also nicht nur die Geburt des Jesuskindes gefeiert und dargestellt, sondern eben auch an die Vertreibung aus dem Paradies erinnert. Der Höhepunkt dieser Paradiesspiele war allerdings gerade nicht die Vertreibung, sondern im Gegenteil die Nachricht davon, dass die Tür zum Paradies wieder offen ist. Durch die Geburt des Erlösers und durch sein Opfer am Kreuz wurde der Fluch von Schuld und Sünde überwunden. Der Teufelskreis der gegenseitigen Schuldzuweisungen kann durchbrochen werden. Für uns Christen gehört das zum Grundbestand unseres Glaubens. Wir dürfen immer wieder neu anfangen. Die leuchtenden Kugeln am Weihnachtsbaum erinnern uns daran, dass die Tür zum Paradies jetzt wieder offen ist. Streit und Misstrauen, gegenseitige Verletzungen, ja sogar Untreue und schwere Schuld müssen nicht automatisch das Ende einer Beziehung besiegeln. Zumindest aus Gottes Sicht gibt es immer wieder die Chance zu einem neuen Anfang. Und der Schlüssel dazu ist die gegenseitige Vergebung. Zurück zu Aus Macke. Ob sich der Maler vor den Problemen dieser Welt tatsächlich in die Harmonie seiner Bilder flüchtete oder ob seine farbenfrohen Bilder lediglich ein Ausdruck
seiner Lebensfreude waren, das sollen die Fachleute beurteilen. Ich finde, die Bilder von August Macke können uns durchaus dabei helfen, den Wunsch und die Sehnsucht nach einer gelingenden Beziehung in uns wachzuhalten. Ein ungetrübtes Paradies wird es zwar auch in der besten Freundschaft, in der vorbildlichsten Ehe niemals geben. Trotz allem Bemühen wird es immer wieder zu Spannungen und Missverständnissen kommen. Leider immer wieder auch zu schmerzhaften Verletzungen. Wir sind und bleiben eben Menschen. Und dennoch müssen wir diesen Wunsch und die Sehnsucht nach einer erfüllenden Gemeinschaft nicht begraben. Der Schlüssel zum Paradies ist die Vergebung. Wir können uns gegenseitig immer wieder von Herzen verzeihen. Wir dürfen immer wieder neu anfangen, auch wenn wir einmal kräftig aneinander geraten sind. Es ist nicht nur eine Illusion. In unseren Freundschaften und in unseren Ehen können wir tatsächlich immer wieder ein Stück Himmel auf Erden erleben. Zum Glück.